Schweigeminute vor dem Rathaus der belgischen Stadt Lüttich. Zwei Polizistinnen und ein 22-jähriger Mann wurden gestern auf offener Straße kaltblütig erschossen. Zuvor hatte der Täter einen Ex-Zellengenossen auf Freigang erschlagen, das sein eigentliches Ziel offenbar die Polizei. Sein Ziel war es nicht, wie in einer Amok-Situation einfach zu töten oder in einer Schule zu töten. Er wollte Polizisten treffen, die Institution, den belgischen Staat. Im Zentrum der Stadt, im Café U Augustin, greift der mutmaßliche Täter die Beamtinnen mit einem Messer an, entwendet eine Dienstwaffe und erschießt sie. Eine der Polizistinnen hinterlässt Zwillingstöchter, besonders tragisch dabei. Die beiden Mädchen hatten bereits ihren als Polizisten tätigen Vater verloren. Der Täter, Benjamin H., gebürtiger Belgier, flieht nach den Morden in eine nahegelegene Schule. Dort nimmt er eine Putzfrau als Geisel. Beim Schusswechsel mit der Polizei wird der Mann getötet, die Geisel bleibt unverletzt. Jetzt bestätigt die Staatsanwaltschaft, was etliche Zeugen schon vorher berichteten. Der Täter handelte aus terroristischen Motiven. Der Schütze schrie mehrere Male Allahu Akbar. Außerdem wissen wir jetzt abschließend durch die polizeilichen Ermittlungen, dass er Kontakt zu radikalisierten Personen hatte. Und die traf er womöglich während seines Gefängnisaufenthaltes. Er begann die Tat während eines zweitägigen Freiganges.